Simonswolde. Eigentlich ein kleines, beschauliches Dorf in Ostfriesland. Und wieder ist ein Teilchen weg, alles zum halben Preis. Bratkartoffeln mit Spiegelei, immer ran hier. Aber einmal im Jahr ist hier die Hölle los. Wenn Sie den anfassen, müssen Sie den für 1 Euro mitnehmen. Ja. Der 24-Stunden-Flohmarkt. Rettungswege müssen freigehalten werden. Einer der größten Flohmärkte des Nordens. Ob ich heute noch ins Bett gehe? So wie es aussieht, nicht. Moin, kann ich für irgendwann arbeiten? Moin. Moin. Ruhe vor dem Sturm bei Peter Forden. Heute beginnt der Flohmarkt. Der beginnt heute Abend um 18 Uhr. Und ja, so ein bisschen traditionell denken wir auch hier in Simonswolde. Und daher wird die Ostfriesland-Fahne gehisst hier. Und ja, und wenn ich den jetzt gleich oben habe, die Fahne, dann kann der Flohmarkt fast beginnen. Ja, hier tut sich ja noch einiges. Kick hier, unser Kollege ist auch wieder da, wie jedes Jahr. Ja, seit 70 Jahren. Er steht jedes Jahr auf diesem Platz hier. Ja, sehr schöner Markt. Wir rechnen dieses Jahr so mit 600 Ständen. Bis 620 Stände rechnen wir dieses Jahr mit. Und das ist so ungefähr so durch den ganzen Dorf, so 4,5 Kilometer. Die ganze Dorfstraße runter. Ja, wie immer, jedes Jahr wieder vor Ort, wa? Ja. Immer, wer standby hier? Wofür Helmut und Harm sind mit ihrem Stand schon eine Institution. Okay. Ja, die verkaufen hier immer so, ja, was verkaufen die nur? Bratkartoffeln und Spiegelei. Erst in 8 Stunden soll es offiziell losgehen. Aber wer den besten Platz haben will, muss früh kommen. Wie Heino und Else de Boer. So laufen wir den Ball im Abbauen, wa? So, dann habe ich hier Insektenhotels. Also Insektenhotel mit 150 Zimmern und 280 bis 350 Betten. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier so ein bisschen verkaufen. In erster Linie bin ich leidenschaftlicher Rentner. Und das ist mein Hobby. Ich habe keine Langeweile. 24 Stunden lang kann er verkaufen. Und Heino hat sich viel vorgenommen. So, dann habe ich hier auf diesen Hänger ist eigentlich alles das, was bei mir zu Hause schon lange herumliegt. Also dieser Staubsauger, der ist, glaube ich, aus den 50er Jahren. Das ist ein alter Kobold. Ich habe da früher mein Pferd mitgeputzt. Hier ist also was ich auch von meinen Großeltern mitgebracht habe. Also wenn ich es jetzt nicht verkaufe, dann geht es vielleicht in den Müll mit ein paar Jahren. Hier habe ich noch was, habe ich vor kurzem vom Kollegen gekriegt. Hatten früher die Schuster. Wurde hier draufgesetzt und dann saß der Schuster da und wurde dann die Schuhe mit bearbeitet. Braucht man auch nicht mehr. Dann habe ich hier noch so ein Waffeleisen, auch von meinen Großeltern. Die hatten ja damals so einen Stangenherd und dann wurden die in den Ofen gesetzt. Und hier wurde dann der Teig reingepackt und dann wurde das gar gemacht. Wird auch nicht mehr gebraucht. Also ist ein Antikstück. Ich schätze so 40, 50 Jahre. Heino und Elsa bauen ihren Stand direkt am Ortseingang auf. Standortstrategie. Der richtige Standort. Für uns ist immer so, die Leute kommen vom Parkplatz, laufen unseren Stand zu und sagen, Mensch, was habt ihr tolle Sachen. Die werden dann was ausgucken. Und wenn die dann wieder weggehen zum Fahrzeug, dann kommen die meisten dann bei uns vorbei und nehmen irgendeine Kleinigkeit mit. Der Riesenflohmarkt im kleinen Simonswolde ist für Cheforganisator Theo Fecht eine echte Herausforderung. Fecht? Vor 2 Jahren hat der Veranstaltungsmanager den Großauftrag bekommen. Die gehen heute Abend, hier alle mal rum, bis in die späte Nacht hinein mit Taschenlampen und gucken die Tische nach.
Und das ist der Reiz in Simonswolde. Gibt's sonst nirgendwo. Also, ich wüsste nicht wo. Die Dorfstraße ist eng. Die Behörden verlangen eine Rettungsgasse von mindestens 3,5 Metern. Leute, wem gehört der Berlingo da? Warum steigt ihr dort? Ja, dann tau und weg. Theo Fecht ist dafür verantwortlich, dass die 600 Standbetreiber sich an sämtliche Auflagen halten. Bei Stand Nummer 99 steht ein grauer Anhänger mitten im Weg. Die wissen das ganz genau. Die wissen das ganz genau, aber man muss es ihnen immer sagen. Es ist unverständlich. Es ist unverständlich. Die fahren nicht zum ersten Mal auf dem Flohmarkt. Die machen das jeden Tag. Ehrlich. Aber wir werden das heute Abend sehen. Um 19 Uhr fahren wir mit dem Feuerwehrwagen durch. Und dann. Kurz vor 15 Uhr. Eigentlich ist erst in 3 Stunden Eröffnung, aber bei dem guten Wetter sind schon hunderte Hallo. Schnäppchenjäger unterwegs. Moin. Moin. Wollen wir da mal den angemessenen Preis da machen? Der richtige Einstiegspreis ist entscheidend. Also, der müsste normalerweise. Musste das 50 Euro kosten. Aber ich gehe jetzt bei, mach das für einen halben, also 25. Diese Kaffeemaschine hier, also 5 Euro. Wenn man sagt von 3, dann sage ich, ich kann es auch mitnehmen. Wenn ich das Ding entsorgen muss, dann muss ich 10 Kilometer nach Audi fahren. So, und so habe ich ein bisschen verdient. Ja, die meisten kommen ja so, da sagen die, oh, da willst du jetzt 10 Euro für haben. Die versuchen dann immer runter zu handeln. So, der sagt von 5, da sage ich, komm, 8. Aber wenn ich das 5 von ihnen gekriegt habe, dann bin ich auch glücklich. Ich bin vielleicht der Einzige, der so auf dem Flohmarkt denkt, aber... Nee. Kundschaft! Der erste Kunde. Kundschaft? Kann ich jemand anderen? Nee, glaub nicht, da kann ich zum Brot. Warum nicht? Ja, hier, da, für ein Radio, für 1 Euro. Ja, ja, so was habe ich auch gehabt. Musik hören. Ein Radio habe ich. Anja, hast du was umgesetzt? Hast du was verkauft? Standnachbarin Anja Kampen ist auch jedes Jahr dabei und hat sogar schon was verkauft. Hör mal, ich glaube, wir werden tauschen. Ich komme zu dir und du gehst hier. Ich glaub, bei Frauen läuft das besser wie bei Männern. Ihr gehört das Grundstück gleich hinter dem Stand. Das macht nichts. Hauptsache, ich bin das los. Mit Familie ist los bei Frau Kampen. Heute Abend werden wir ein bisschen reden. Schönes Bierchen trinken. Eng zusammenrücken. Haben Sie Ewald Tess an? Ja, wenn ich könnte, dann nimmst du das mit, gibst mir 2 Euro, dann hast du auch für so ein Ding. Heinos Standortwahl zahlt sich aus. Ja, denn sind jetzt ein bisschen doch unhandlich. Ich hab dir wieder was verkauft, du musst ihn gucken. Julia, mein Tisch ist schon fast leer. Der Kunde will den Schrubber nach dem Flohmarktbummel abholen. Also der morgige Abend, der ist gesichert. 2 Euro. Wir haben Stäbchen gemacht. Immer kicken, immer schnuppen. Normalerweise so dürfen wir vor 3 gar nicht verkaufen. Aber da kommen einige Leute und sagen, hör mal, kannst du mir das nicht schon mitgeben? Und dann guckt man nach links und guckt nach rechts, ob da ein Ordner läuft. Dann sagt man, komm, für 2 Euro werden wir das verkaufen. Bratkartoffeln und Spiegelei, lecker, mach geht! Bratkartoffeln mit Spiegelei, immer ran hier! Auch bei Helmut und Harm läuft das Geschäft bereits vor der offiziellen Eröffnung blendend. Bitte schön. Dankeschön. Bratkartoffeln, Spiegelei, immer ran hier! Also, wir verkaufen Bratkartoffeln, Spiegelei. Das machen wir jetzt seit 16 Jahren. Und es kommt gut an und die Leute kommen immer wieder, danach muss es auch schmecken. Wichtig ist, dass das Gelbe heile bleibt. Es soll ja ein Spiegelei sein, es soll ja kein kaputtes Ei sein. Ein kaputtes Ei ist ein Rührei. So wie das hier aussieht, so soll es auch wirklich aussehen. Das ist ein Spiegelei. Helmut und Harm kommen aus dem Nachbarort und Spiegeleibraten ist nur ihr Hobby.
einmal im Jahr. Bratkartoffeln und Spiegelei, bitteschön. Wir werden bis morgen Abend 18 Uhr werden wir hier sein. Das haben wir so vor und das wäre natürlich hart, aber bis jetzt haben wir es noch immer geschafft. Uhr und schon hunderte Besucher auf dem Markt. Moin, kann der Tür irgendwann arbeiten? Jetzt beginnt für Heino die heiße Phase. Moin. Moin. Noch irgendwas dabei für euch? Was ist? Wenn Sie den anfassen, müssen Sie den für 1 Euro die Menge. Ja. Ja, 50 Cent. Ich lebe immer noch ein Lehrer, dann guckst du die oben in den. Oh, die ist ja verkürzt. Ich sag mal so. Muss auch gehen. 80 Euro. Nein. Zu viel. 70 Euro. Zu viel. Zu viel. Ja, 65. Nein, doch zu viel. Zu viel. Aber ich konnte nicht mehr bekacken. Die Hälfte von 80. Nee, das geht nicht. Dann, nee. Nee, ich hab da. Wir haben. Nee. Ich, no, ich sage noch einmal, mein letztes Angebot. 40. Aber. Nee. 45. Nee. Ja, mehr geht nicht. Nee. Ich hab nicht mehr. Ja, und ich kann nicht wieder gewinnen. Ja, da steht ein Preis drin hier. Da steht ein Preis drin hier. 65. Ja, nee. 65. Nein. 65. 65 steht da drauf. Nein. Wenn ich den für 60 wegtue, dann habe ich kein Minus gemacht. Ja, und ich habe euch eine Freude gemacht. Nein, erzähl nicht. Nee, nee, da keiner. Da keiner. Nee, nee, nee. Nee, natürlich. Nein, so viel habe ich nicht. Wir machen das so, wer das meiste Geld im Portemonnaie hat, der gibt ja, einen ab. Er hat das meiste Geld. Wer ich? 60. Wenn du mich jemand im Portemonnaie ich guckt, gar nicht drin der fängt an zu heulen. Ja, meine Ohren. Hier, 60. Ja, 60. 60, natürlich. 60. 60, hier, Papa. 65 hat er gesagt, hier. Pack erst mal 60. Else. Else, der hat nur 100 Euro. Wo können wir den Claim machen? Hast du, haben wir ihn um? Moment, mach keinen Ärger jetzt hier. Komm, du pack das Ding erstmal ein hier. Mensch, also. Ja, komm, da kann ich schon. Nee. Also, ich würde sagen, schön, dass ich euch bescheißen wollte. Ne? Ja. Ja, wir machen ein bisschen. Das ist ja, das sind ja Sachen, was ich hier verkaufe, die ich eigentlich auch so gekriegt habe. Sondereinsatz für die Freiwillige Feuerwehr. Testfahrt, ob die Rettungsgasse breit genug ist. 3,5 Meter sind Vorschrift. Das Problem im Moment ist es, dass die meisten Stände ihren Pavillon mitbringen. Früher war es so, die hatten einen Tapetentisch und vielleicht einen kleinen Sonnenschirm. Aber heutzutage, also jeder Zweite hat ja so ein Pavillon und die nehmen halt zu viel Platz weg. Die sind immer 3 Meter mal 3 Meter und somit ragen die dann auch dementsprechend in eine Fahrbahn rein. Diese Tische an sich, diese Tapetentische, die reichen vollkommen auf den Führersteig aus. Aber dann halt diese großen Überbauten, das ist das Gefährliche daran. Der graue Anhänger schon wieder, der von Stand Nummer 99. Voll ab und nicht noch die Wege voll. Das braucht nicht sein. Rettungswege müssen freigehalten werden. Der Hänger ragt viel zu weit auf die Straße. Das reicht ja, wenn ihr das auf den Tisch packt. Aber nicht daneben. Also weg damit. Ja. Ich wollte nicht den ganzen Abend sehen. Ne? Eigentlich sollte der Standbetreiber seinen Anhänger schon vor Stunden zur Seite stellen. Jetzt muss Theo sich was einfallen lassen. Moin.
Ja. Wir haben hier Handlungsbedarf gefunden. Ja. Da ist alles dicht, da kommen wir nicht durch. Ja, und wo will ich auch verlaufen? Unmöglich und in die Kirche, in die Kirche. Ja. Links ein für Gemeindehaus, rechts ein Kirchhofmauer. So. Aber diese Kollege hier vorhin, der muss ihn irgendwie anhängen, muss das werden. Der muss ja. Ohne Tisch oder ohne Tisch. Ja. Kollege. Sofort eine Minute. Nein, nicht eine Minute. Jetzt bin ich dran. Hallo, jetzt ja, bin ich dran. Erzähl. So, die Sachen hier weg. Ja. Unterm Tisch. Am Anhänger, Am Anhänger auch. Ja? Ja? Aber gemacht, sonst weg. Okay? Okay. Keine Diskussion. Das war's. Okay. Die Leute sind ohne Verstand teilweise. Das ist wirklich, das tut mir furchtbar leid, aber sind wirklich teilweise ohne Verstand. Jeder denkt nur an sich. Jeder will irgendwie verkaufen, am besten alles mitten im Weg stellen. Und das geht nicht, weil ich bin da sehr sensibel, gerade mit dem Rettungsweg. Ich möchte nicht irgendwo hier unterwegs mit dem Herzinfarkt liegen und der Rettungswagen kommt nicht durch. Wir haben es schon mal gehabt, weil ein Rettungswagen durch musste. Dann sind wir mit 5, 6 Leuten vorausgerannt und haben dann sämtliche Tapeziertische zur Seite geschmissen. Und wenn da was kaputt geht, hat derjenige selber aber Schuld. Aber das ist ja ein erheblicher Zeitaufwand. Ne? Da können Minuten ja wertvoll sein. Ne? Es geht um Sekunden teilweise. Also da bin ich sehr sensibel und sind wir auch rigoros. Und wenn der andere nicht hören will, dann muss er abpacken und muss er nach Hause fahren. Möchtest du diese Wurst haben? Ja, Anja, gerne. Ich habe vorhin diesen Putzwagen gehabt. Da waren bestimmt 15 Leute oder 20, die danach gefragt haben. Und ich wollte 15 Euro haben und die wollten es nicht geben. Die wollten 10 und am besten noch geschenkt. Ja. Ja, also, weiß nicht. Und bei dir? Mit also, deinem, bei mir ist das so, Kassen, ich gehe dann, geh dann bei, wenn da kein Preis dann steht, und dann frage ich, was gibst du? Ja. Und dann setze ich das bei 5 oder 10 an. So, und dann, wenn die mich versuchen, da runter zu handeln, dann sage ich einfach, nee, nicht 10, gib mir 15 und ich lasse 7 ab. Da kriegst du es für 8. Auch nicht schlecht. So mache ich das. Ja. So, da sind die auf einmal so geschockt. Ja. Mensch, was hat der Kerl wieder für den Preis gemacht? Und dann nehmen die das mit. Ja. Und ich gehe meistens bei, wenn ich die nicht mehr sehe, dann bin ich die doch so ein bisschen nach. Gott sei Dank, bin ich los. So, hast du irgendwo ein bisschen leckeren Senf? Ja. 23 Uhr. Schon 8 Stunden Hochbetrieb. Braun, Thomas und Spiegelei. Lecker, lecker. Mach geht. Alles. Also ich habe jetzt schon, ganz ehrlich gesagt, über 270 Eier. Aber das sind aus Friesen. Die mögen gerne Eier. Auf jeden Fall ist es so, wenn es die ganze Nacht geht, hier die ganzen Freunde, man kennt die Leute, wenn man so lange hier ist und alle gucken dann und sagen, hier Spiegelei, Bratkartoffeln, das mögen wir gerne, hier noch gucken und da noch gucken, wir kommen nachher noch wieder und so geht das die ganze Nacht. Und morgen geht es auch am nächsten Tag so weiter. Denkt das so sein da und die meisten Stände haben keine Luft. So, und dann, das ist auch so ein Behelf, wenn die nur da kommen. Dann. Und dann, wir können im Moment noch nichts sehen, ne? Wir können nicht. So, aber jetzt. Jetzt ist besser, ne? Super. Ja. So, jetzt können Sie auch sehen, wer was bei mir kaufen, wo ich sie, wie sie dann beschissen werden, wie heißt das? Und das blinkt ein bisschen, ne? Dann bleiben die Leute auch gleich stehen. Kann ich irgendwie helfen? Ich gucke erstmal nur, danke. Gut, suchen Sie was Bestimmtes. Ich hatte eine Gelddruckmaschine, die ist leider schon weg. Die hätte ich gern genommen. Ja. Flohmarkt auf Ostfriesisch. Die ganze Nacht. Seit 35 Jahren wird in Simonswolde Flohmarkt gemacht. Mit 10 Ständen fing alles an. Damals dauerte der Markt nur ein paar Stunden. Inzwischen sind es 24 Stunden und über 600 Stände. Mit Krimskrams, Trödel und modischem Strick. Ja? Das ist deine Farbe. Ich will das auch ohne Kartoffelsack. Das ist deine Mütze. Die würde ich mitnehmen. Es ist jetzt so, wir haben fast eine halbe Stunde nicht mehr verkauft. So, es wird weniger. Ich weiß nicht, was die Leute noch suchen. Also die suchen das, was wir nicht mehr haben. Vielleicht ist das morgen so, dass das noch ein bisschen übrig bleibt. Ich glaube, wir machen das Licht aus und hauen uns ein paar Stunden in die Federn. Dann legen wir 2 Stunden hin und stehen dann wieder auf. Und dann stehen dann wieder auf. Wir werden ein schönes Kühles trinken und dann ist finito.
Wir machen das Licht aus. Ich sag mal so, Leute, der Laden ist geschlossen und tschüss. Wir haben lang da. Heino und Ilse haben ihr Wohnmobil direkt hinterm Stand. Um 7 Uhr wollen sie weitermachen. Die meisten anderen Standbetreiber harren aber hinter ihren Tischen aus. Selbst morgens um 3, bereit für ein gutes Geschäft. Einer darf auf keinen Fall wegnicken. Organisator Theo muss auch mitten in der Nacht sicherstellen, dass alles läuft. Hallo, so, gut. Hallo. Du übernimmst jetzt hier seinen Posten, lässt keinen rein. Erst ab 3-4 Uhr, nur Marktländer wieder rein. Ja. Du kannst jetzt hier durchfahren, fährst zu Elke. Ja. Ja, nimmst später mit und dann fängst du da, wie besprochen, mach ich auf der anderen Seite weiter und komm mit Gerold dann entgegen. Alles klar. Ja, an der Stelle. Wenn was ist, ruf's an. Wenn was ist, ruf dich an. Alles klar. Okay. Ja. Das ist jetzt mein Frühstück, ja. Ob ich heute noch ins Bett gehe? So wie es aussieht, nicht. Also wahrscheinlich ist morgen Abend. Irgendwann so um 10, 11 Uhr werde ich wohl ins Bett kommen. Heute nicht mehr. Sieben Uhr am nächsten Morgen. Heino, bist du noch nicht angezogen oder was? Tau! Ist die Tür auf? Ah, darf ich reinkommen? Ich denke, wir wollen um 7 Uhr weitermachen. Ist aber noch nicht viel los. Einen wunderschönen guten Morgen. Der Kaffee ist durchgelaufen, ne? Der Kaffee ist durchgelaufen. Ja, möchtest du eine Tasse Kaffee? Ja, Mensch, da muss ich mich anziehen. Da blühen dir die Geschäfte wieder. Ja, es fängt an, ne? Ja, so. Also wir haben super geschlafen. Super geschlafen. Also kein Lärm und so, keine Randale. Ganz herrlich. So, Bratkartoffeln und Spiegelei. Eier von glücklichen Hühnern. Die Nacht war gut. Bratkartoffeln, Spiegelei, lecker machen. Schon über 300 Eier hat Helmut verkauft. So viele wie lange nicht. Die Stimme ist fast weg. Kaputt, müde, Rückenschmerzen. Was darf ich sein? Ja. Das war nicht so gut. Die Konzentration. Erstmal war nach. Ne? Und jetzt 36 Stunden auf dem Bein. Dann passiert das. Das ist ja optisch nicht so schön. Konzentrationsschwäche ist das. Konzentrationsschwäche? Das geht uns beim Rechnen im Moment so. Schon wieder. Das Eigelb ist kaputt. Nee, jetzt nicht. Diesmal nicht. Glück gehabt. Hallo. So, Leute. Jetzt will ich mal sehen, dass ich meinen Verkauf ein bisschen ankurble. Dass da mal ein bisschen Leute stehen bleiben. Mal sehen, ob das mitläuft. Schön, schön ruhig bleiben. Langsam, ja, schön ruhig bleiben. So ist fein, jawohl. Feiner Kelly. Schön ruhig bleiben. Die Verkaufsshow mit dem Strauß zieht schön eigentlich immer. Alles zum halben Preis. Hier bei mir, alles zum halben Preis. So Leute, bei mir ist alles zum halben Preis. Alles zum halben Preis. Ich meine, jetzt hat er sich schon umgezogen, um Aufmerksamkeit zu haben, aber schauen wir mal.
So, wollen wir jetzt alle zum halben Preis? Könnt ihr mal brauchen? Könnt ihr mal brauchen von mir? Also ich verstehe kein Blatt. Ich verstehe Sie nicht, nein. Also ich übersetze mal. Das ist mein Stand. So. Und ich möchte den Verkauf ein bisschen ankurbeln. Ja. Bei mir gibt es alles zum halben Preis. Ich habe da gestern etwas höher gesetzt. Jetzt mache ich das wieder billiger. Gut, da komme ich, um drei noch mal. Ja, gerne. Ja, gerne. Gute Geschäfte noch. Ja, danke, danke. Ja. Können Sie was gebrauchen? Ja, gerne. Was gibt es denn? Ja, altes Handwerk. Ja. Doch so einen schönen Wagenheber, kann unterm Stubentisch noch mal ein Bein fehlen. Moin. Können Sie was gebrauchen davon? Ja, eigentlich nicht. Kein Bedarf, aber bei dem Schnäppchenpreis kann man ja mal was mitnehmen. Warum nicht ein paar Plastikschalen? Für nur einen Euro. Und wieder ist ein Teilchen weg, alles zum halben Preis. Vorsicht bitte. 24 Stunden Flohmarkt. Das ist selbst für den erfahrenen Organisator Theo ein echter Kraftakt. Das wird eng. Bin nicht mehr der Jüngste. Bin vor ein paar Wochen 56 geworden. Also man merkt das doch. Ich bin heute einer derjenigen, über den ich früher gelacht habe. Heute am zweiten Tag ist der Ansturm noch größer. Die Autos stauen sich fast 500 Meter. Da muss Igor noch ein bisschen warten. Es staut sich nämlich langsam. Ja? Alle wollen auf den Flohmarkt in der Dorfstraße von Simonswolde. Hier lässt man sich einfach zu gern mal übers Ohr hauen. Bei mir alles zum halben Preis. Also der richtige Trick auf dem Flohmarkt ist, die Leute irgendwie was anzureden. Und wenn die das in die Hand haben, dass man denen dann einen vernünftigen Preis sagt, auch wenn sie es gar nicht gebrauchen können. 2 Euro und sie nehmen das mit. Das ist immer das Gute. Also eigentlich sowas, so, wie soll ich sagen, den Leuten das andrehen, was sie gar nicht haben wollen. Also ich bin's los und die sitzen da dann mehr. Ne? Da kommt mal jemand an, wo wir gucken, ob ich denen noch irgendwas verkaufen kann. Muss ich den mitnehmen für die Bahn? Das Köken? Ja, du Martin, die hörst du, du hörst du, du sitzt mit. Die Plastikkommode charmant entsorgt. Ich bin vergnügend damit. Anja, ich bin ihn los. Auch das ist Flohmarkt auf Ostfriesisch. Der hat ja was mitgenommen, was er eigentlich gar nicht haben wollte für seine Enkel. Und jetzt ist er damit und ich winke ihn nach. Viel Spaß damit. Und wieder ist ein Teilchen weg. Könnt ihr noch jemanden brauchen hier von mir? Nein. Nein. Noch ein Ersatzrad für einen Kinderwagen habe ich hier.